Und damit ein herzliches Willkommen. Ihr könnt eigentlich euch vorstellen, was passiert. Ich habe nicht mehr viele Kilometer auf meinem 13-Kilometer-Eiern und genau die werden wir jetzt ausbrüten. Deswegen bewege ich mich jetzt einfach, weil zum Stehen brüten sie sich nicht aus. Gerade die Straße entlang gefahren, wir sind gerade am Eier ausbrüten und da ist mir dieses nette Lamus entgegengesprungen. Mir ist gerade aufgefallen, dass meine Bildschirmaufnahme nicht funktioniert. Die werde ich jetzt aber direkt gerade mal fixen, bevor jetzt gleich noch meine Eierchen aufgehen. Außerdem in dieser Straße ist irgendwie immer was los. Gerade gibt es hier auch noch ein 118er Carpador. Das ist nicht das höchste Carpador, was ich habe, aber auf jeden Fall schon mal ganz lecker. Und ich muss sagen, heute ist ein richtig schöner Tag. So, die letzten paar Tage war eigentlich Scheißwetter, aber heute ist eigentlich echt richtig geiles Wetter. Und irgendwie habe ich nicht damit gerechnet. Ist ganz geil. Ist so ein bisschen Herbstfeeling, gerade auch, weil die Blätter alle schon am Boden liegen. Und ich meine, so langsam kommen wir dem Herbst auch näher. Ey, das gibt's nicht. Ist auch noch ein Fleckmann am Start. Ich habe jetzt das Lamus, Alter, das Fleckmann ist höher als das Lamus. Das ist eins meiner höchsten Fleckmanns. Das ist 713, wenn nicht sogar das höchste Fleckmann. Und einen großartigen Hyperball geworfen. Das sollte eigentlich drin sein. Kann ja nichts passieren. Wunderbar, erster Throw, bam, da ist es. Schauen wir mal rein. Das müsste das höchste sein. Bin ich mir fast sicher. 115 Staub, das können wir eigentlich auch mal direkt entwickeln. Einfach mal aus Scheiß. Ja, das ist mein 713er Fleckmann, das ist das höchste Fleckmann, das ich habe. Und ich entwickle das jetzt einfach. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ich halte euch das jetzt einfach mal dahin. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Kameraperspektive. Ich sehe gerade selber auch nur in dem anderen Bildschirm, was da rauskommt. Okay, also ich weiß ja, dass ein Lamus rauskommt, logischerweise. Aber wie hoch ist das Lamus? Wartet, ich zeig's euch gleich. What? Also es ist tatsächlich eins meiner stärksten Lamus. Ich habe, wenn ich nach CP sortiere, ich kann euch das gleich zeigen. Aber wir können eigentlich auch mal nach Namen sortieren, das macht eigentlich mehr Sinn. Wenn ich jetzt nach Namen sortiere, Fleckmons, Apollos, Evoli. Nein, in diesem Parkplatz passt du mit deinem Auto nicht rein, oder? Will der mit deinem Auto hier reinfahren? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er reinparken will. Aber ich glaube nicht, dass er reinpasst. Moment. Da. Also 1610. 1392. Bei meinem Labras, ich weiß noch, wie ich mich über dieses Labras gefreut habe, dass es gerade mal 1100 irgendwas ist. Aber 1049 tatsächlich nur. Nicht schlecht. Was macht ihr denn da unten? Hallo. Hi. So, es ist passiert. Mein 10-Kilometer-Ei geht jetzt auf. Ich habe tatsächlich keine Bildschirmaufnahme, deswegen werden wir das jetzt einfach so zusammen machen. Und ich werde die Bildschirmaufnahme jetzt, was heißt Bildschirmaufnahme? Ich werde jetzt auf dieses Ei draufdrücken und dann geht mein 10-Kilometer-Ei auf. Und wir filmen das jetzt einfach so, indem ich jetzt meine Kamera irgendwie so halte, dass ich sehe, dass ihr es seht und ich es auch sehe. Also, ihr seht mich da im Hintergrund. Okay, was wird's sein? Es muss irgendwas Geiles sein. Bitte. Komm, keine Jinx. Ist es ein Evoli aus dem 10-Kilometer-Ei? Das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. 579er Evoli. Es gibt mir 26 Baumoms, deswegen ist es eigentlich ganz geil. Aber das hätte definitiv besser laufen können. Schauen wir mal ganz kurz in meine CP-Werte rein. Mein höchstes Evoli ist nämlich auf 680, deswegen bringt mir jetzt das gerade eigentlich echt wenig. Mich fasziniert jetzt immer so ein bisschen, ich war noch nie hier. Was ist das? Vor allem, was mich richtig fasziniert, ganz kurz, guckt euch mal heute an, wie fein diese Wiese geschnitten ist. Das ist doch, also ich meine, dass ich hier ein Evoli aus dem Ei bekomme, ist eigentlich auch schon wieder klar. Naja, eins von dreien ist weg. Ich würde sagen, jetzt geht's weiter ins nächste. Wir müssen, glaube ich, noch, ich habe eben gerade geguckt, 80 Meter fahren. Das heißt, wir werden 80 Meter fahren, wahrscheinlich einmal hier im Kreis. Und dann setzen wir uns noch da drüben oder irgendwo anders hin und machen das zweite Ei auf. Das zweite 10er-Ei. Ey, es muss noch was Geiles werden. Es muss noch was richtig Geiles werden. Ich hätte am liebsten... Nein, ich wünsche mir nichts. Ich was Geiles. Keine Jinx. Bitte keine Jinx. Also, ihr wisst, die Bordsteinschwalbe. Ihr wisst, wen ich meine. Ist es denn schon Ostern? Ich habe ein Ei gefunden. Und das auch noch mitten in der Wiese. Es hat ungefähr 2 Minuten gedauert. Ich setze mich einfach mal ganz entspannt hier hin. Und dann ist das ganze Ding auch schon aufgegangen. Und wir sind wieder bei Gras, was irgendwie unglaublich filigran geschnitten ist. Zumindest mein Longboard. Und jetzt machen wir das ganze Ding wieder auf. Das ist das zweite 10-Kilometer-Ei. Und schauen wir doch einfach mal, was da jetzt rauskommt.
Ich bin gespannt. Es ist ein Sichlor. Es ist okay. Ich meine, ich habe 21 Baumhäuser. Wir vergleichen das jetzt gerade mal mit meinem anderen Sichlor. Schauen wir mal rein. Ich habe mit natürlich noch geileren Sachen gerechnet. Aber mein anderes Sichlor ist 1292. Und wenn wir jetzt ganz kurz mal nach Nummern sortieren, dann zeige ich euch das in einer Sekunde. Also mein eines Sichlor ist 1292. Das andere Sichlor, was gerade rausgekommen ist, ist das hier. Das ist auf 1129. Und wenn ich das vergleiche von der... Oh ja, die sind ungefähr gleiches Level. Das hat, ja, das ist ungefähr das gleiche Level von den Angriffen her. Es ist beide Stahl und Unlicht. Es sind quasi sehr, sehr ähnlich. Also sind auch von den Leveln her. Ist das da hinten ein Baum oder sind das meine Haare, die da so komisch an der Kamera vorbei rausgucken? Ich glaube, das sind meine Haare. Meine Haare sind quasi schön am... Warum rede ich über meine Haare? Ich bin gar kein Beauty-YouTuber. Das ist ja auch völlig egal, ne? Auf jeden Fall, jetzt habe ich noch einen Sichler bekommen. Das war das Nummer 2 von 3 und ich würde sagen, ich meine, keep it going, Brothers. Eins ist noch offen. Eins ist noch nicht offen, vielmehr. Und dafür muss ich auch noch 4 Kilometer fahren. Aber gerade kommt die Sonne hinter dieser Wolke auch wieder so schön raus. Eigentlich auch ganz geil. Während ich hier gerade dieses Blutzug fange, fällt mir auf, dass ich eingesperrt bin. Das heißt, entweder wir springen jetzt über diesen Zaun drüber oder ich muss wieder außen rum fahren. Aber ich muss sowieso erstmal das Blutzug fangen. Einen großartigen Throw later habe ich mir überlegt, nein, ich möchte mir nicht die Beine brechen und deswegen geht es zurück. Ist es wieder aus? Ist es doch nicht wahr? Es ist einfach ausgebrochen. Blutzug, du böser Mensch. Ja, so ist das. Manchmal hat man einfach diese Probleme und dann wollen die nicht so, wie du willst. Wie ihr sehen könnt, auf meinem Radar wird ein PNC angezeigt. Ich bin jetzt schon 2-3 Mal rund um den Block gefahren und fühle mich getrollt, weil jedes Mal ist es weiter weg, egal in welche Richtung ich gehe. Und deswegen, tschüss PNC, ich hole mir jetzt ein Eis und du bist mir egal. So cool, ich bin gerade an einem älteren Ehepaar vorbeigefahren. Ich würde sie auf Mitte 60 schätzen. Mit einem Boosted Board. Also die Frau stand auf einem Boosted Board und er war auf so einem Roller mit so ganz großen Rädern. Und Boosted Boards sind quasi Longboards mit Elektromotor. Und ich durfte auch gerade mal eine Runde fahren. Es ist so komisch, das Gefühl. Ich habe mal drüber nachgedacht, mir auch eins zu holen. Tatsächlich, was mein einziges Problem ist, du kannst nicht Bordsteinkanten runterfahren. Und du hast halt so ein bisschen das Problem, dass... Ja, mit dem Akku ist das Ding halt schon relativ schwer im Vergleich zu einem normalen Longboard und außerdem ist es nicht ganz so leicht zu biegen. Naja, zurück zu Pokémon Go. Ich habe gerade einen Pipi aus einem 2-Kilometer-Ei bekommen. Oder 5-Kilometer-Ei macht eigentlich mehr Sinn. Das ist ein 662er, ja. Also 662er Pipi, hier liegt noch ein Kapa darum. Ich hoffe zumindest, dass das... Ja, jetzt haben wir nämlich noch immer 1,8 Kilometer. Ich habe außerdem gerade noch, kann ich euch auch zeigen, was ganz Schönes unterwegs gefangen. Und zwar ist das ein Vulpix gewesen, wenn ich gerade mal auf Funddatum wechsle. 380er Vulpix. Richtig, richtig geil. Also Vulpix unterwegs random zu finden, finde ich eigentlich echt cool. Wenn wir kurz mal reinschauen, obwohl das sprengt jetzt gerade den Rahmen. Schauen wir einfach mal nachher in diese ganzen Entwicklungen rein. Das machen wir in der nächsten Folge. Auf jeden Fall Vulpix definitiv worth zu entwickeln. Ich finde auch allgemein, ich bin halt so Vierfüßler. Pokémon finde ich allgemein ziemlich geil. Also wir haben noch immer ein paar Kilometer zu machen, 1,2 um genau zu sein, 1,8 um genau zu sein. Ich werde jetzt nochmal den Rhein runterfahren und mir da unten vielleicht noch ein zweites Eis kaufen.
und dann nochmal Richtung Park fahren. Mal schauen, bis dahin soll es eigentlich voll sein. Ihr habt den Moment leider verpasst. Ich habe mit meinen hässlichen Fettfingern beim Fahren gerade das hier aus meinem Zehnerei bekommen. Es ist ein 1154er Electek. Lässt sich sehen. Ich bin in einem Park, in dem ich in meinem Leben noch nie in Düsseldorf war. Auf jeden Fall sieht das Gebäude ganz geil aus. Warte, ich zeig's euch sofort. Ich muss mich umdrehen. Auch gerade an der Kühe vorbeigefahren. Richtig hart, ne? Einfach mal drei oder vier Leute gekommen. Ey, Don John, lass mal Autogramm. Nicht Autogramm, was laber ich da? Lass mal ein Selfie machen. Richtig cool. Ich find's immer cool, wenn man mich anspricht. Nur ich hatte das Zehnerei schon drauf und eben so, okay. Und dann habe ich doch drauf gedrückt. Naja, ist ein Electek, ist eigentlich geil. Ist mein erstes Electek auf diesem Account. Ich hatte schon mal eins vorher. Ich habe es gerade im Pokédex registriert. Das heißt, wir sind jetzt... Oh, wir kriegen eine Medaille. Was für eine Medaille ist das? 10 Pokémon von einem Typ Elektro gefangen. Und wenn wir ganz kurz in meinen Pokédex schauen. Ich habe jetzt 86 Pokémon gefangen. Ist nicht unglaublich viel. Aber ist auf jeden Fall okay. Und das war's mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Ich war viel unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer wir insgesamt machen. Ich habe ein neues 10er-Ei bekommen. Das werde ich jetzt gleich in den Brüder klatschen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ab morgen geht's dann los. Gamescom. Das heißt, täglich kommen dann Gamescom-Vlogs, solange wie die Gamescom ist. Und danach, wisst ihr ja, bin ich im Segelurlaub. Beziehungsweise jetzt wisst ihr es. Und deswegen wird dann... ein bisschen weniger Content eventuell kommen, aber danach geht es dann wie gewohnt weiter. Ich werde auf jeden Fall meinen Segeltrip vloggen, wenn ihr da Bock drauf habt. Täglich werde ich es nicht schaffen, weil wir kein Internet haben. Vielleicht mache ich eine Woche danach und lade einfach so hoch, was ich täglich gefilmt habe. Mal schauen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Freue mich riesig, dass so viele Leute dabei sind und ansonsten sieht man sich ja vielleicht auf der Gamescom. Achso, und da ist jetzt irgendwie so ein neues Video. Da, kannst du drauf drücken. Los, klick. Siehst du es nicht? Das ist genau... Das ist halt. Kannst immer noch draufklicken. Glück drauf!